hinter mir. Da gehen gleich die Tore auf zum Caravansalon 2023. Die Presse ist schon bereit, die Besucher sind bereit, die Aussteller sind bereit. Und wenn dich so ein paar Highlights und Neuigkeiten hier interessieren, dann würde ich sagen, bleib sehr, sehr gerne dran. Es ist unfassbar, wie viel Spaß es gibt, um die Gäste hier zu begrüßen. Auf dem Caravansalon 2023 in Düsseldorf. Die Tore sind offen und ich freue mich ganz riesig, dass du auch mit dabei bist. Wir picken uns ein paar Highlights raus. Damit ganz herzlich willkommen zu diesem neuen Video bei Fan for Van. Mein Name ist Markus und ich werde mich jetzt gleich mit dir ins Getümmel stürzen und einfach mal gucken, was gibt es an Neuigkeiten, was gibt es an Innovationen, finden wir da irgendwas und machen uns einfach mal auf einen kleinen Messerundgang. Ich freue mich, dass du dabei bist und ich wünsche uns beiden jetzt ganz viel Spaß bei diesem Video. Los geht's! Jetzt bin ich bei euch bei Weinsberg, der Caralift. Ihr seht es hier oben schon, Hashtag Vanlife. Das ist generell was, was mir hier auffällt. Alles geht so mehr in dieses Instagram-Feeling und dieses Fahrzeug ganz speziell. Ich finde es insofern bemerkenswert oder besonders, dass sich so ein Massenhersteller, sage ich mal, sich traut, sowas einfach mal hier vorzustellen. Denn das ist so ganz anders. Du hast hier eine Trennwand zwischen der Fahrkabine und der Wohnkabine. Das ist erstmal umständlich. Auf der anderen Seite gibt es hier ganz andere Möglichkeiten vom Grundriss, vom Layout her. Und wie das aussieht, da schauen wir uns jetzt gemeinsam an. Hier sehen wir erstmal einen großen Kofferraum und darüber das Bett, alles im Heck, so wie man es eigentlich gewohnt ist. Aber danach verändert sich alles. Wir haben eine ganz andere Sitzsituation und die Küche ist nun direkt in der Front. Die Küche dient gleichzeitig als Badezimmer und selbstverständlich ist auch eine Toilette hier mit integriert. Und zusätzliche kleine Bar-Gimmicks sind an der Türe vorne verbaut. Liebe Leute, ich bin bei Tiger Expert. Warum? Ihr habt das Waschbecken in einem meiner Videos gesehen, das ich vor zwei, drei Wochen so ein bisschen gepostet habe. Schaut da gerne nochmal rein, denn das ist richtig geiler Shit. Darum soll es heute aber nicht gehen. Es geht auch nicht um so ganz komplizierte Sachen, weil ihr wisst, wie ich bin. Da brauche ich den Martin oder den Sven. An der Stelle ganz liebe Grüße an euch, weil da traue ich mich allein nicht ran. Worum es mir heute geht, ist dieses kleine Ding. Jetzt sagt ihr, naja, es ist halt eine Steckdose. Nicht ganz. Ihr kennt mich ja, ich bin ein totaler Fan davon, zum Beispiel Laptop. Früher hast du immer irgendwelche Netzgeräte gebraucht und dann hast du mit 230 Volt Wechselrichter hin und her. Aber die ganzen Devices verändern sich. Du kannst das mittlerweile alles über USB-C laden und so weiter. Das ist richtig geil. Aber auch nur dann, wenn du entsprechend Power hast und wenn du entsprechende Peripherie hast. Und dieses kleine Teilchen hier, diese Steckdose, die verspricht mir bis zu 100 Watt, also in der Spitze, wenn ich es brauche. Und damit kannst du also definitiv deinen Laptop, dein MacBook, alles Mögliche laden und das ist schon mal richtig nice. Und jetzt habt ihr ja auch schon ein Video von mir gesehen, wo ich solche Steckdosen verbaut habe. Aber das Problem ist halt, und damit will ich keiner an Karren pissen, die Qualität. Du musst halt echt schauen, wenn du mit solchen Ladeströmen arbeitest, dass du da auch keinen Mist baust, Thema Erwärmen und so weiter. Und dieses kleine Teil verspricht mir, selbst runterzuregeln, wenn es so heiß wird, wenn es nicht richtig belüftet ist und so weiter. Und das spricht einfach für Sicherheit und das ist ja am Ende ziemlich geil. Wie funktioniert das Ganze? Du baust es dir ein, du kannst eine schöne Blende drüber machen, kannst es aber auch rund einbauen, wenn du Lust drauf hast. Und ich würde sagen, wir schauen uns das dann natürlich an, wenn ich das selber mache. Du hast USB-C und USB-A zur Verfügung und das Schöne ist, du steckst hier einfach nur an und dann steckst du dein Device an. Und je nachdem, was dein Device saugt, macht die Steckdose alles von alleine. Also ich finde, einfacher geht es nicht. Es ist aktuell noch nicht erhältlich, aber es ist schon auf dem Schiff. Es ist auf dem Weg zu uns. Also ich vermute noch zwei, drei Wochen und dann kann man es auch wirklich käuflich erwerben. Ich werde das tun und werde es mir mal einbauen und werde euch dann natürlich berichten, wie das auch wirklich in der Praxis ist. Halle 11, ich bin bei Jottyline zusammen mit dem Camper Tobi und dem Sascha von Wir sind Camping. Da war ich ja schon in der Toskana und habe die Jungs und Mädels in der Fertigung besucht und da durften wir auch mitdrehen. Dazu gab es auch schon ein Video, das verlinke ich sehr gerne hier oben, denn da konnten wir schon mal die Neuheiten für 2024 alle ansehen. Ein Video schuldig höre ich aber noch und zwar von diesem Kastenwagen. Der Kastenwagen ist deswegen besonders, weil er auf Ford-Basis gebaut ist. Und wenn euch das interessiert, dann schreibt das sehr gerne unten in die Kommentare. Macht mir ein bisschen Druck, dass ihr da die komplette Roomtour seht, denn das ist auch wieder ein Fahrzeug in der Einstiegsklasse. Beginnen soll er bei 52.000 Euro, dann aber auch schon mit ganz viel Ausstattung. Und was da alles zu bekommen ist, das würde ich euch dann in dem entsprechenden Video zeigen. Und wir gucken jetzt mal weiter. Und by the way, noch ein kleiner Spoiler, wenn ihr noch Bock habt, auf die Messe zu kommen, dann macht das sehr gerne, denn in seinem großen Bruder, das seht ihr in dem anderen Video, das ich euch schon verlinkt habe, da habe ich noch eine geheime Botschaft für euch versteckt. Also, wir gehen jetzt aber hier weiter.
Jetzt bin ich bei Crosscamp und ihr kennt vielleicht das Video. Ich habe selber schon mal ein Crosscamp ausprobiert und getestet, aber das war ein kleineres Format. Hinter mir seht ihr den Flex 541. Das bedeutet ein Fahrzeug auf 5,41 Meter und das ist auch die Neuheit, denn Crosscamp baut jetzt auf größeren Fahrzeugen auf. Aber mit denselben Technologien oder Gedanken und Konzepten wie bei den kleinen Fahrzeugen. Das bedeutet, ich bin hier wirklich flexibel, deswegen auch der Name Flex, denn ich kann hier verschiedene Elemente rausnehmen. Die Dusche kann ich einfach rausschrauben, ist super einfach im Prinzip konstruiert. Ich kann das Küchenmodul herausnehmen und damit kann ich mein Fahrzeug natürlich relativ schnell in verschiedene Fahrzeugtypen verwandeln. Vom Lieferwagen zum ich fahre mit Kumpels irgendwie schön Feiernwagen über ein ich fahre mit Family in Campingurlaub. Und das finde ich ist das Interessante an diesem Fahrzeug. Und wenn wir über Neuheiten auf dem Caravan-Salon sprechen, dann müssen wir natürlich auch über ihn hier sprechen, den California Concept. Ich habe dazu schon ein eigenes Video gedreht mit einer kompletten Roomtour. Das blende ich hier oben mal ein, deswegen zeige ich euch hier gar nicht zu viele Bilder. Eines will ich aber verraten, es ist der erste VW-Campingbus, der mit zwei Türen auf den Markt kommt. Und das war, glaube ich, so die Herausforderung für die Jungs und Mädels hier. Aber wie ich meine, haben sie das sehr ansprechend gelöst. Aber da interessiert mich jetzt natürlich eure Meinung. Also feel free, tippt in die Tasten und haut eure Kommentare hier unten rein. Und wen es noch genauer interessiert, der schaut sich dann eben, wie gesagt, das Hauptvideo an. Komplett neu, der Ford Nugget. Ja, auch spannend, ich bin ehrlich, ich habe den noch nie vor der Linse gehabt, aber ich merke, dass da ganz viele Leute drüber reden, weil er halt so anders ist wie alle anderen Fahrzeuge, vom Konzept her, vom Innenausbau. Und jetzt habe ich mir gedacht, wenn der schon neu ist, dann nehme ich das natürlich auch mal zum Anlass und gucke mir das Fahrzeug mal an. Und deswegen nehme ich euch dann natürlich sehr gerne mit. Wie man unschwer erkennen kann, handelt es sich hier um den Nugget mit dem Aufstelldach. Und soweit ich das verstanden habe, ist das Aufstelldach zusammengeklappt immer noch über 2 Meter hoch. Das bedeutet, bei Parkhäusern könnte es etwas schwieriger werden. Auf der anderen Seite bietet dieses Aufstelldach die Möglichkeit eines Solarpanels und das soll 300 Watt umfassen. Aber auch im Innenraum soll sich einiges geändert haben. Zum Beispiel ist Warmwasser jetzt Serie. Und wie auch zuvor bei dem California hat dieses Fahrzeug nun 2 Schiebetüren. Erhältlich wird der Nugget voraussichtlich ab Mitte 2024 sein. Und mehr kann ich euch leider zu dem Nugget gar nicht mehr sagen, weil ich einfach schlichtweg zu wenig weiß über dieses Fahrzeug. Das würde ich aber natürlich sehr gern ändern. Und in der Zwischenzeit könnt ihr einfach mal die Roomtour von Die Zweimais anschauen, denn die haben das Auto ausführlich vorgestellt. Ich bin jetzt bei Rocket Camper. Ihr kennt mich, da bin ich immer wieder mal, da lure ich gerne vorbei, denn als ich Rocket Camper kennengelernt habe, da war das für mich, ich sag mal so, der große Bulli. Und ich bin ja zugegebenerweise so ein kleiner Bulli-Fan und das war für mich immer der Bulli in groß. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie sich das alles im Laufe der Zeit entwickelt hat, dann muss ich sagen, ist das mittlerweile sehr viel mehr als einfach nur der Bulli in groß. Und hinter mir, da sehen wir jetzt den Space. Der Space ist ein Fahrzeug, der sich in erster Linie an Leute richtet, die sehr groß sind, denn er wird mit H3 ausgeliefert, also mit dem höchsten Dach, das quasi bei Peugeot in dem Fall auf dem Markt anzubieten ist. Und das bietet natürlich extrem viel Höhe, viel Raumhöhe, ein tolles Raumgefühl und bietet mir damit auch ganz neue Möglichkeiten. Aber nicht nur die Höhe ist hier spannend bei dem Space, sondern zum Beispiel auch das Bett. Ich habe hier 2,20 Meter in der Länge und auch das ist ja relativ einzigartig, wie ich meine. Das ist aber noch lang nicht alles, denn wenn wir schon beim Bett sind, dann habe ich da noch ein Piratenbett entdeckt. Piratenbett, weil das ist für mich, finde ich, eine ganz simple Lösung für ein Hubbett. Mit einem Flaschenzug ist das alles gelöst und es ist damit sehr, sehr leicht, also sehr, sehr leichte Konstruktion. Ich habe da auch mit Sven drüber gesprochen. Der hat mir das alles ein bisschen erklärt und ein bisschen gezeigt. Und das hat für mich wahnsinnig viel Sinn gemacht. Piratenbett, warum? Weil ich finde, du kannst da natürlich als Jugendlicher oder als kleiner Erwachsener, so wie ich, kannst du da auch nochmal super drin liegen, weil du kannst quasi deine Beine überliegen in die obere Ablage des Fahrzeuges. Aber für mich ist das ein Piratenbett, weil ich glaube, wenn du kleine Kinder hast und damit wirklich so einen Familienurlaub machst, dann ist das sensationell. Denn wenn du so kleine Püppen hast, dann kannst du das Bett ja ziemlich weit runterlassen, kannst dann auch nochmal eine Vergitterung drumherum machen und dann wäre das mein kleines Piratenbett. Und das finde ich irgendwie charmant, das ist wieder so ganz anders gedacht und deswegen wollte ich euch das unbedingt zeigen, weil ich die Lösung sehr, sehr smart finde und deswegen erwähnenswert finde. Das ist aber noch längst nicht alles. Ich habe hier auch herausgefunden, dass du Fahrzeuge hast, die mit Trockentrenntoilette ausgeliefert werden. Toiletten ist ein Riesenthema und hier habe ich auch ein Fahrzeug entdeckt, wo wir schon die Perfect Van Toilette sehen. Über die wird hier ganz viel gesprochen, das ist hier wirklich ein Riesenhype und da habe ich auch noch mal ganz kurz reingelurrt und da schauen wir nachher auch noch mal hin.
Bevor wir das jetzt aber machen, habe ich hier noch ein anderes Schmankerl auf dem Stand entdeckt. Kommt mal mit. Jetzt habe ich noch einen totalen Wahnsinn hier. Tim Bensko steht neben mir. Weil was ich gar nicht wusste ist, natürlich wusste ich, dass du das Auto fährst. Man hat es ja überall gelesen. Aber ich wusste nicht, dass du heute hier bist und dass man wirklich dein Auto sehen kann. Ja, klar. Das ist ja mega geil. Magst du uns mal ein bisschen erzählen? Also, es macht ja wirklich den Eindruck, als würdest du es wirklich fahren. Also ich habe den seit März. Seit März. Und bin jetzt 30.000 Kilometer gefahren. Also 30.000 Kilometer? Ja, ich glaube, es ist ein klares Ja. Ich fahre den jeden Tag. Ja, das ist jetzt wirklich gerade Ausnahmesituation, weil der hier steht, schlafe ich im Hotel. Okay. Muss ich mich erst wieder daran gewöhnen. Ja. Also du nimmst ihn ja auch, also du bist ja quasi auch Business Camper. Ich bin total Business Camper, ja. Wie kam es dazu? Magst du uns das erzählen? Ja, ich schlafe einfach in Hotels super schlecht. Also ja, vor allem immer die erste Nacht und ich bin aber meist nur eine da. Ja, scheiße. Und deshalb kam ich auf die Idee, es wäre da irgendwie schlau, das Bett einfach dabei zu haben und irgendwie Backstage dabei zu haben, muss nicht ständig irgendwie Gepäck rein und raus schleppen, kann ein- und auschecken. Genau, und dann habe ich hier Sven von den Rocket Campern kennengelernt, zufällig. Dann haben wir den hier für mich gebaut. Ist es tatsächlich so, dass du damit zum Konzert fährst, du stehst da Backstage, du gehst auf die Hütte, machst da Show und danach gehst du hier wieder rein, ziehst es zurück? Ich bin letztens sogar während des Konzerts in den Camper gegangen. Das warum? War ganz geil. Darf ich fragen, warum? Ja, weil ich kam da an und habe dann irgendwie ein relativ intensives Sportprogramm abgefeuert. Mhm. Und dann war das Essen dann nur so semi. Sprich, ich habe da sehr wenig gegessen, nämlich auf diese Bühne und habe da irgendwie der mega einer abdancen. Ja. Dann während quasi meine Band so ein bisschen Instrumental gespielt hat, bin ich von der Bühne, bin hier reingesetzt und kurz einen kleinen Riegel gegessen. Und dann bin ich geil. Ja, aber das ist das Schöne. Ich genieße sowas im Stau, du beim Konzert. Das ist ja geil. Mega. Nee, das ist wirklich schon einfach ultra praktisch, weil ich halt auch gerade lustigerweise bei so Open-Air-Konzerten einfach meinen Backstage dabei habe. Da ist das auf irgendwelchen Rathausplätzen, dann bist du da irgendwie im Keller vom Rathaus und sollst da den ganzen Tag rumhängen. Und ich sitze hier einfach in oder vor meinem Camper. Und das hast deine gewohnte Umgebung, ne? Ganz genau. Dein Kopfkissen, das du magst. Wir dürfen mal so ein bisschen reinschauen bei dir, oder? Unbedingt. Was sind denn so deine Highlights im Auto? Ja, also zum einen, dass ich hinten halt so eine Bank habe. Das ist halt so schön offen, dass man da halt auch mal wirklich ein paar Stunden drin sein kann. Mhm. Dass ich da drin arbeiten kann richtig. Dann habe ich ja in der Mitte so eine Duschwanne. Also du duschst auch in dem Auto? Ich kann in dem Auto duschen. Mein Gott, wir sind in dem Auto, wo Tim Bensko duscht. Aber es ist eben nicht quasi so eine Duschkabine, die dir das halbe Auto zumacht. Also siehst du es ja eigentlich nicht. Also nee, die meisten Leute denken, das Auto hat keine Dusche, sondern nur eine Outdoor-Dusche. Ja. Aber ich kann halt den Boden hochklappen und habe dann da eine Wanne drin. Das ist schon geil. Und Tim hat mir auch noch gezeigt, dass die Duschwanne noch ein bisschen weitergezogen wurde, damit die Leiter, die vielleicht nass von draußen nach innen kommt, darin abtropfen kann. Super clever. Das ist aber ein riesiges Bett. Ich habe alles dabei. Aber ganz ehrlich, Bett, da brauchst du doch 20 Minuten, bis du umgebaut hast. Das ist doch nervig, oder? Nee, das dauert eine Minute. Das ist kein Spaß. Eine Minute, bis du das Bett umgebaut hast. Muss ich mich nicht mehr beeilen. Dauert das eine Minute. Was am längsten dauert, ist das Spannbettlaken drüber machen. Okay, gut. Ja. Das ist aber auch, auch nicht talentiert, weil ich es auch immer falsch rum erstmal mache. Ja. Aber das an stört dich das? Nee, das ist eben. Aber an sich quasi überhaupt aus der Sitzecke ein Bett zu machen, das sind zwei Handgriffe. Und wie ihr seht, Tim hat sich überhaupt nicht betteln lassen. Er hat uns das direkt gezeigt. Und ich muss zugeben, das geht wirklich flott. Nur ein Spannbetttuch, das stand gerade nicht zur Verfügung. Aber das machen wir dann einfach bei unserem nächsten Videodreh. Freue ich mich schon drauf. Ohne, dass du jetzt konkrete Adressen verrätst, wo übernachtest du denn dann? Weißt du dann genau, du fährst von A nach B oder wie läuft das? Ja, unterschiedlich. Also man hat tatsächlich relativ schnell so seine Spots, in denen man gerne ist. Mhm. So, keine Ahnung, wenn ich irgendwie in Bayern bin, dann muss ich an den Pilsensee, weil dieser Campingplatz einfach unglaublich ist. Warst du schon bei uns am Schliersee? Nein. Damit herzlich eingeladen. Und sonst habe ich jetzt in letzter Zeit häufiger gemacht, dass ich wirklich einfach nach dem Konzert auf gut Glück in irgendeine Richtung gefahren bin. Also die Richtung war nicht gut Glück, aber eben kein Schlafplatz in dem Sinne hatte und dann wirklich einmal unterwegs geguckt habe, wie ich mich so fühle, wie lange ich jetzt noch unterwegs sein möchte. Ja, perfekt. Also lässt sich dann irgendwo halte. Nun, ich habe ja alles dabei. Und wichtig ist, dass man nach dem Konzert duschen kann. Mhm. Deshalb ist diese Dusche da drin. Genau, bin da eigentlich dann. Darf ich dich noch was ganz Intimes fragen? Ja. Toilettenthema? Trockentrenntoilette? Ich habe so eine Trockentrenntoilette. Ja, okay. War am Anfang eine Überwindung. Ja. Also vor allem, weil das ja relativ klein ist und so. Mhm. Aber also wenn man da alleine drin ist. Ja, und als Mann. Ja, ja. Es gibt ja wirklich nichts Praktischeres, als ein Klo direkt am Bett zu haben. Also ich habe so eine Altherrenblase.
Mega. Wie, du hast... ich gehe da gar nicht näher drauf ein. Aber, es ist super, aber am Anfang war es wirklich krass, weil überlegt man immer, wie das dann jetzt so sein wird. Mhm. Ich habe das wirklich ab der zweiten Nacht, dachte ich, ist übergeil. Ja, mega eigentlich. Ja, ja, schön. Also du lebst es total. Also wow, mega stark. Also wir haben uns das Auto ein bisschen von innen angeguckt. Darf ich dich von außen noch was fragen? Der ist wahnsinnig schön foliert. War das deine Idee oder ist das... Da habe ich heimlich bei Instagram ganz viele andere Camper gesehen. Aha. Mir war sofort klar, ich möchte den irgendwie so ein bisschen camouflagemäßig. Ja, schön. Genau, und dann gibt es ja hier so diese lustige Linie. Ja. Was auf den ersten Blick könnte das ein Bergmassiv sein, aber es ist tatsächlich die Melodie von meinem Song April, die Intro-Melodie. Ja, aber nicht komplett, oder? Doch, es ist quasi echt? Eine Melodie, die so ein paar Mal durchläuft am Ende, die ist hier wow. Zweimal. Das ja. Geht natürlich auf der anderen Seite los. Ja. Und dann geht es hier einmal rum. Ja. Ja, das ist total ja mega. Fuchsig, das kennt natürlich keiner, aber... Nee, das hätte ich jetzt nie gedacht. Ich dachte tatsächlich, dass es Berge sind, also eine Silhouette. Aber es ist ja beides, aber ja? Es ist ja, ja. Ein ja, sogenannter Notenberg. Sehr gut. Hey, willst du uns noch irgendwas mit auf den Weg geben? Was muss man beachten beim Camper? Was ist dir wichtig? Du hast ja so ein bisschen eigenes Layout. Was würdest du uns mitgeben wollen, wo du sagst... Ja, hey, am Ende ist ja, glaube ich, immer ein bisschen die Frage, wofür man das braucht. Mhm. In meinem Fall ist das, wie gesagt, ja schon, damit ich damit arbeiten kann. Deshalb ist es für mich ultra wichtig, dass der offen ist. Und dass man da tagsüber drin sein kann und ja. Nicht einfach nur drin schlafen kann und dann immer nach vorne so eine kleine Sitzgelegenheit hat. Das ist dann ultraschnell ziemlich beklemmend, glaube ich. Mhm. Und sonst, ja, ist, glaube ich, die große Herausforderung immer, so wenig in diesem Camper zu haben wie irgendwie möglich. Mhm. Und wirklich rauszukristallisieren, was man wirklich braucht. So. Ja. Das ist aber auch so ein bisschen der Reiz für mich. Das ist das, was mir Spaß macht, das auszuchecken. Mhm. Dass man am Ende das Ding ja, so bestückt hat, dass man alles dabei, was man braucht, aber eben auch nicht zu viel. Ja. Und, das ist sehr, sehr schön. Hey, ich werde jetzt immer die Augen offen halten, ob ich dich irgendwo mal sehe. Also auf dem Konzert natürlich. Ist nicht unwahrscheinlich. Ja, ich freue mich da riesig drüber. Ich habe wirklich schon mehrere sehr Leute auf der Straße mehrfach mit meinem Camper getroffen. Ja? Ja. Aber Leute, das ist ja schön. Ja, da entstehen aber auch ganz meinen, dass sie den hier gesehen haben, weil er da in der Halle stand oder keine Ahnung. So oft komme ich von irgendwo aus irgendeinem Haus raus, stehe da vor meinem Camper, stehen Leute vor meinem Camper und sagen, Mensch, hier, den haben wir doch letztens schon da und da gesehen. So kann es gehen. Also ist es dann, kommen die dann echt nur wegen dem Camper oder kommen die wegen dir? Sehr ehrlich? Nee, schon wegen dem Camper. Sehr. Also macht dich das traurig oder ist es okay? Nee, das ist für mich mega angenehm. Also ihr seid ein gutes Team. Ja. Schön. Hey Tim, das war mir eine Ehre und eine Riesenfreude. Vielen Dank. Alles Gute weiterhin für dich. Ich werde weiterhin deine Videos studieren und überlegen, was ich noch alles für einen Quatsch kaufen kann. Nee, ich sage ja auch, also selbst wenn du dafür entscheidest, dass das ein Quatsch ist für dich, hast du dir damit extrem viel Geld gespart, weißt du? So muss man es ja auch sehen. Also muss ja nicht, aber stimmt schon, ich bin schon ein bisschen Gadget verliebt. Ich auch. Schlimm. Aber ich guck mal rein, was ich noch alles finde bei dir, was ich noch mitnehmen kann. Ich bedanke mich jetzt ganz herzlich und wir, würde ich sagen, schauen einfach mal weiter. Und an dieser Stelle muss ich wirklich nochmal sagen, dass sich Tim so viel Zeit genommen hat, mir auch abseits des Interviews den Wagen zu zeigen. Und das hat einfach irre Spaß gemacht. Danke. Leute, ich glaube, ich bin fündig geworden. Campernet. Also, ich bin auf der Suche nach einem 5G-Router. Ihr wisst, wie es ist. Und ich bin halt auch so ein kleiner Nerd und ich will das alles geil haben in meinem Wagen. Ich hatte immer wieder die Probleme, dass mir der Router zu heiß geworden ist, ausgestiegen ist und lauter solche Sachen. Und jetzt habe ich hier bei Campernet was gefunden. Einmal schon mal interessant, unterschiedliche Antennen. Ich glaube, ursprünglich sind es ja wirklich Antennenexperten. Und da habe ich schon mal lernen müssen, dass es ganz viel ausmacht, ob du ein GFK-Dach hast oder ob du ein Stahldach hast. Ist ja logisch und dementsprechend gibt es auch unterschiedliche Antennen. Wusste ich aber gar nicht, war mir gar nicht bewusst. Also allein von dem ersten Gespräch her fühle ich mich schon super, super wohl. 5G, ich will gar nicht Feature-Fucking machen, weil ihr wisst, wie es ist. Und ihr könnt euch auch schon vorstellen, dass ich großen Bock habe, mir das Ding ins Auto einzubauen. Wenn ihr sagt, ja, das würde euch auch interessieren, dann schreibt unten in die Kommentare, denn dann würde ich das sehr, sehr gerne mit euch zusammen machen und euch begleiten. Und eine kleine Nebennotiz noch. Das hier ist die Web-Oberfläche, mit der ich das System bediene. Und ich will da jetzt noch gar nicht groß ins Detail gehen, aber wenn ihr hier mal so drüber flippt, ihr seht, wie einfach das aufgebaut ist. Also, oh, und ihr seht, wie viele WLANs hier zur Verfügung stehen. Was ich nur damit zeigen möchte, das ist nicht groß komplex und kompliziert, sondern das ist benutzerfreundlich. Und das ist ja das, was wir draußen wollen, weil wir haben keinen Bock, 1000 Einstellungen zu machen. Wir wollen einfach nur ins Internet, oder? So sieht es so aus, wenn man ehrlich ist. Also, das gefällt mir alles. Und ob es sich in der Praxis wirklich so bewährt, das würde ich sehr, sehr gerne ausprobieren. Ich stehe jetzt bei Cargo Clips.
Was ist Cargo Clips? Ganz einfach ausgedrückt, du holst dir das Fahrzeug deiner Wahl, knallst einfach eine spezielle Cargo Clip Wand an die Seiten und dann kannst du damit so flexibel arbeiten wie möglich. Ihr seht es im Hintergrund, es ist jetzt wirklich ein bisschen salopp und einfach ausgedrückt, aber du hast hier überall diese Löcher und damit bist du total flexibel. Das bedeutet, du baust dir da dein Bett rein, du baust dir deine Dusche rein, du baust dir deine Küchenmodule rein oder einfach auch nur Systeme, um Sachen zu transportieren, Motorrad etc. pp. Damit bist du mega flexibel, du baust dir dein Fahrzeug immer selber, so wie du es gerade haben möchtest, und das finde ich sehr, sehr raffiniert. Eine Neuheit gibt es definitiv hier auf dem Stand auch zu sehen, und zwar ist das ein Küchenmodul für kleinere Vans, also zum Beispiel den Multivan oder einen kleinen Ford oder einen Vito, wie auch immer. Das Besondere daran ist, es ist in der Mitte des Fahrzeuges angebracht, sehr flexibel, du kannst es hin und her schieben. Warum ist das so besonders? Das gibt es nicht so oft auf dem Markt in der Mitte, meistens ist es immer hinten im Kofferraum drin. Bedeutet aber in meinen Augen, Kofferraum verlierst du dann Gepäckfläche, und wenn es regnet zum Beispiel, läufst du immer durch den Regen außen rum, kannst dann natürlich unter der Heckklappe arbeiten. Aber das finde ich an diesem System sehr charmant. Es gibt jetzt sogar einen Konfigurator, wo du dir deine ganzen Clip-Module selber zusammen konfigurieren kannst und mal gucken kannst, wie dein Auto dann am Ende aussieht. Und by the way, ihr wisst es ja, ich bin jetzt nicht so der Handwerker vom Herrn. Aber das ist auch ein System, wo ich sage, hey, die Module, die ich nicht kann, die kaufe ich mir. Und andere Module, die baue ich mir vielleicht selber. Zumindest kann ich es probieren, und wenn es nicht klappt, dann kann ich ja immer noch mal anrufen. Ich bin jetzt bei Fendt. Ja, ihr habt richtig verstanden, ich bin bei Fendt. Jetzt bin ich nicht so der Wohnwagentyp, das gebe ich zu, da kenne ich mich auch zu wenig aus. Und B, bin ich ganz ehrlich, war für mich Fendt immer so ein bisschen angestaubt. Ich will ganz ehrlich sein, aber man hat mir heute was anderes versprochen. Sensationell, bahnbrechend, all diese Worte wurden benutzt. Und es hieß gerade, du, Markus, als Business Camper könntest hier richtig Spaß haben. Und deswegen warte ich voller Spannung, denn hinter mir wird sich der Vorhang bald lüften. Und was sich dahinter verbirgt, das zeige ich dir jetzt. Wir gehen zusammen erstmal in den großen Business-Anhänger. Das bedeutet, hier sehen wir eine ganz normale Sitzecke, erstmal noch nichts Besonderes. Drehen wir uns aber um, dann schauen wir auf die andere Seite. Und hier seht ihr schon diese dicke Powerstation. Und die ist notwendig, denn hier ist ein riesengroßer Touch-Monitor verbaut, an dem man hervorragend präsentieren kann. Es ist ein kleiner Desk dort, wo man bequem sitzen kann und Besprechungen durchführen kann. Jetzt haben wir eben das Modell gesehen, wo ich sage, damit fahre ich zu meinem Kunden auf den Hof und führe einen Pitch durch. So ein bisschen out of the box denken, wisst ihr, wie ich meine? Und jetzt zeige ich euch mal das, wo ich sage, damit würde ich gerne selber auf Tour gehen. Bisschen Homework, bisschen Homeoffice. Komm mal mit. Mensch, so arbeiten, hey, das würde ich mir wünschen. Ist das angenehm, weißt du, hier, gute Haltung, einfach Platz. Luft, Raum, wunderschön. Okay, ich bin ehrlich, ich würde mir vielleicht eine andere Farbkombination wünschen, aber das ist ja am Ende Geschmackssache. Ich habe hier einfach meine Workstation. Ich kann hier wunderbar arbeiten. Ich kann das auch einfach nach oben klappen, dann ist das weg, dann ist Feierabend. Ich kann das dann hinten noch als Whiteboard benutzen. Also hier ist an so viel gedacht. Ich habe eine schöne Sitzecke, wo ich es mir gemütlich machen kann. Ich kann hier meine Podcasts aufnehmen, kann... Ach, ihr wisst, was ich meine. Das ist einfach so geil. Also, boah, stell euch mal vor, das wäre in meinem Camper. Ah, okay, ich war. Oh, und schaut mal, hier, selben Bildschirm wie ich. Finde ich auch ganz nice. Was mir richtig gut gefällt, ist diese kleine Lösung. Ich zeige euch das mal. Das ist hier einfach per Magnet an die Wand geklippt. Jetzt sagt man, das ist vielleicht für die Akustik. Nein, darum geht es gar nicht. Worum es hier geht, ist, dass du hier zum Beispiel Kabelläufe reinstecken kannst oder einfach auch mal dein Handy reinstecken kannst. Also ein kleines Aufbewahrungsgimmick, das irgendwie geil und witzig ist. Das sind so Kleinigkeiten, aber ihr kennt mich ja, auf sowas stehe ich total. So, jetzt habe ich aber fertig gearbeitet, bin müde und dann gehe ich ins Bett. Ja, und bevor ich in die Haier gehe, könnte ich mir hier noch was Leckeres kochen. Aber ihr kennt mich ja, kochen bin ich nicht so gut. Aber die Möglichkeit wäre da. Ich habe hier wahnsinnig viel Platz, habe hier meine Toilette, einen Riesenschrank. Ich kann halt hier wohnen und leben und habe ein super bequemes Bett hier hinten. Und dann habe ich hier noch ein paar Kurznachrichten für euch. Es gibt ein Software-Update bei Klesana. Das bedeutet, zum einen ist es dadurch einfach benutzerfreundlicher, zum anderen läuft die Software dann anscheinend noch runter. Installieren kann man das Ganze einfach auf der Rückseite über den USB-Anschluss. Allerdings braucht man dazu einen Windows-Rechner. Bei Silvi habe ich auch kurz vorbeigesehen und da kann man kurz zusammengefasst sagen, es wird alles bunter. Aber nicht nur bunter, sondern es wird auch vielfältiger. Thema zum Beispiel Salz- und Pfefferstreuer. Ja, jetzt bin ich bei Detlefs und da habe ich wieder was Interessantes gesehen, und zwar ist es der Yoka Go T1, heißt der. Ein ganz neues Konzept, so habe ich es auch noch nie gesehen. Ich sag mal, das ist so ein bisschen der große Bulli für die Leute, die viel mitnehmen wollen. Aber schaut einfach mal selber genau rein.
Er wird hier in Düsseldorf in unterschiedlichen Varianten gezeigt, richtet sich jedoch immer an Sportler. Eine Dusche und eine Toilette sind allerdings vergeblich zu suchen. Perfect Van, die Annette. Alle reden über dich und über deine Toilette. Und ich habe ja schon so einen kleinen Fimmel für Toiletten, nicht falsch verstehen, aber manche bezeichnen mich als Klofluencer, weil es einfach so ein wichtiges Thema ist und es tut sich so viel auf dem Markt. Und jetzt kommt ihr ums Eck. Erzähl mal so ein bisschen, erklär uns mal die Toilette, was hat es denn damit auf sich? Eine Trockentrenntoilette, so viel ist schon mal klar. Aber schieß mal los, warum, es gibt ja schon zwei am Markt. Zwei oder drei oder vier. Ne? Also vom Prinzip hat mich bei den bisherigen einfach gestört, dass ich den Entsorgungsschacht nicht so verwenden kann. Also jetzt die eingängigen, ne, die hat man von innen, die Entsorgung. Und die, die es gibt von außen, die waren mir von der Kapazität her ziemlich begrenzt. Mhm. Wenn man zu viert unterwegs ist, dann hat man da schnell seine Probleme mit 7 Litern. Ja. Und aus dem Grund habe ich dann gesagt, okay, also wenn es nichts gibt, dann muss ich halt was... Dann musst du das machen. Dann muss ich das halt machen. Ja. Und jetzt stehen wir da. Jetzt stehen wir da. Und die Besonderheit ist halt, dass ich die Toilette, die bisher drin war, rausnehme. Mhm. Und an den gleichen Platz, an die gleiche Situation, 1:1 die einbauen kann. Ich darf so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, weil ich war heute schon beim Sven von Rocket Camp. Genau. Und der hat mir erzählt, dass ihr gestern Abend noch schnell vorbeigekommen seid und in einem Auto, ich weiß es nicht die Zeit, aber ich glaube, nicht länger als eine halbe Stunde habt ihr gebraucht, ne? Um die alte Toilette raus und diese hier rein. Das ist ja schon geil. Ja, also da muss man natürlich dazu sagen, inzwischen habe ich ein paar Toiletten schon ausgebaut. Also ich weiß, wo ich hingreifen muss, wo die Schrauben sind. Aber ich behaupte mal, bei Z-Ford würde der Ein- und Umbau letztendlich maximal eine Stunde dauern. Toll. Ja. Bei Dometic brauchen wir ein bisschen länger, weil die ein bisschen komplizierter verkabelt ist. Aber es ist was, das wirklich jeder machen kann. Also, lass uns mal reinschauen. Was ist denn so besonders jetzt an der Toilette? Also ich habe jetzt verstanden, ich habe mehr Fassungsvermögen, sage ich mal. Ja. Aber also einmal so sieht sie ja schon mal super stylisch aus, muss man auch sagen. Also du gefällt mir sehr gut, die Farben, top. Aber es gibt ja noch viel mehr. Mach ja, genau. Also im Vergleich zu den anderen, wo man über den Schacht entleeren muss, habe ich halt durch die wirklich individuell produzierte Sitzschale einen sehr großen Urinbereich vorne, also auch gerade für Frauen wichtig. Und habe dann noch dazu eine Sichtschutzklappe, weil das auch sehr viele gestört hat. Und die Besonderheit, ich kann die Position, die Sitzposition komplett 360 Grad drehen. Also wenn ich wollte, könnte ich sogar so auf Toilette gehen. Ne? Es wird ein bisschen schwierig. Für besondere Herausforderungen würde ich das auf alle Fälle mal machen. Genau, und man kann wirklich in jeder Position Deckel auf Toilette gehen. Ja, verstehe. Das ist ja, das sind dann wiederum die Dinge bei einer herkömmlichen Trenntoilette, wo man über das Fahrzeuginnere auch entsorgt, dass man die ja immer so platzieren muss, wie man später auch auf Toilette geht. Ja. Und dann steht die dir teilweise ziemlich im Weg rum. Ja. Und die steht eigentlich nicht im Weg rum, weil du sie wie bei der Z-Ford auch die Sitzschale komplett wegdrehen kannst. Ja. Und sie ist natürlich auch viel schmäler. Dann habe ich noch ein Sichtfenster beidseitig. Das heißt, den Urinfüllstand sehe ich ganz einfach analog mittels eines Sichtfensters und einem Licht, das ich einschalten kann. Da kann ich Licht einschalten. Da stellst du Licht ein und dadurch. Wer hat denn schon eine beleuchtete Toilette, meine Damen und Herren? Siehst du. Okay. Durch das Licht strahlst du den Tank an und ich sehe 1:1 perfekt den Füllstand. Okay. Genau. Nicht, dass ihr euch wundert übrigens, wir sind hier auf der Messe natürlich und um uns rum wird schon gefeiert. Wir arbeiten noch. Ne? Genau. Aber ich hoffe, ihr versteht uns und wir lassen uns davon nicht abhängen. Ja. Also, wir haben das Licht. Sollen wir da gleich noch drauf eingehen? Jetzt habe ich hier zum Beispiel noch den Ventilator, den brauche ich zur Trocknung natürlich. Der wäre gut. Also zur Trocknung wäre jetzt übertrieben gesagt, weil wir haben ja keine Komposttoilette mit einer Kurbel, sondern es ist einfach wie
ich nenne jetzt keinen Namen, aber letztendlich plumpst alles rein und arbeiten mit Streu. Streu drauf, ja. Und dass halt die Feuchtigkeit ein bisschen rauskommt und die Gerüche vor allem abzieht, haben wir die Belüftung. Verstehe. Das wäre dann optional sozusagen? Das wäre optional. Man kann auch an das System den Sog, den man vielleicht schon installiert hat, direkt anschließen. Also man muss nicht das Air-Kit nehmen. Ja. Deshalb ist das auch wie eine Art Baukasten zusammengesetzt. Man muss auch nicht das Licht nehmen, wenn man sagt, ach, ich leuchte da mit einer Taschenlampe rein, egal. Stimmt, dann kann er die reine Toilette so nackt kaufen, kann dann aber auch das Kontrollkit nehmen, wo man dann noch andere Funktionen hat, das können wir nachher erklären noch. Ja. Und kann dann auch noch optional das Air-Kit nehmen, wenn er es denn will und braucht. Wenn wir gerade über diese Module sprechen, was kostet mich das denn im einfachsten Moment? Die Toilette ganz nackt, wie sie da steht, aber mit Behältern natürlich. Mhm, ja, es gibt Leute, die meinen, der Tank muss extra gekauft werden, deshalb sage ich es. Also das ist alles dabei, was man dazu braucht. Ja. 899 Euro. 899 Euro, ja. Genau, die schwarze kostet 60 Euro mehr, weil... Mhm. Material. Mhm. Genau, und dann gibt es das Control-Kit, das eben die Funktion hat, wo dann auch das Original-Bedienpanel nimmt. Mhm. Da greifen wir auf den Original-Strom- und Kabelbaum von Tedford und Dometic zurück. Genau, wir nehmen einfach den Stecker und stecken ihn auf unsere Platine. Baugröße passt, alles passt. Okay, easy. Kostet 189 noch. Ja. Und das Lüfter-Kit kostet auch nochmal 189 mit einem Außenanschluss, wenn man das möchte. Top. Genau. Dann drehen wir es mal um und schauen mal hinten rein, oder? Ja. Wir gehen jetzt quasi ums Wohnmobil rum und schauen mal in die Klappe rein. In die Service-Klappe, sagt man, ne? So. Ich tue das also mal weg, vom Prinzip ist das jetzt unsere Klappe, die wird ganz normal geöffnet. Ja. Ich nehme den Tank raus. Hier habe ich noch einen Überlaufsensor, falls der Tank mal ganz überläuft. Ganz kurz, das ist der Urintank, richtig? Das ist der Urintank, genau. Und was passiert, wenn da was überläuft? Also einmal habt ihr hier sogar so eine Überlaufschutz. Das ist ein Überlaufschutz, das heißt, wenn der Tank zu voll wäre und man hat übersehen, dass man leeren muss. Ja. Passiert im Trenntoilettenleben in der Regel ein-, zweimal, aber dann hast ein-, zweimal zu viel. Ja. Ne? Deshalb läuft es dann hier über. Ja. Und der Sensor springt dann in dem Moment an und was dann piepst. Ah, der piepst. Okay, alles klar? Dann bricht man vielleicht seinen Toilettengang ab und hüpft schön draus. Genau. Ja, also wenn es piept, abzwicken. Abzwicken, genau. Ja. Abklemmen. Ja, also das ist der Tank. Ja. Und dann haben wir eben... Das wäre die Lüftung, oder? Das wäre die optionale Lüftung. Ja. Und dann habe ich einen Eimer, den ich mit dem Griff rausziehen kann. Ja. Und das momentan zum Patent angemeldete System, das quasi egal auf welcher Position der Ring sich befindet, über eine definierte Ablaufschräge der Urin abläuft. Das ist ja clever. Ja, okay, und den super. Nehme ich dann ab. Ja. Tüte raus, neue Tüte rein. Easy. Fertig. Okay. Und das geht auch wirklich sehr schnell. Also es gibt ja ein paar, die kommen von der Airhead zum Beispiel mit Kurbel. Und die haben jetzt auch gesagt, das geht so schnell, die Entleerung. Alle Woche wechseln sie das ohne Probleme. Ja, weil es halt einfach so schnell geht. Ne? Ja, ja, und du hast es vorher mal angesprochen, du hast halt, also das ist wirklich Volumen hier. Also, ja. Muss man ja mal so sagen. Also wenn man jetzt mit der Family mal am Wochenende unterwegs ist, wisst ihr, was ich meine. Ja. Da reden wir noch gar nicht von einer Woche, oder? Wenn ja, man ehrlich ist. Also das ist schon gerade was... Okay. Ja, mega gut. Und jetzt haben wir noch mal kurz das Control-Kit, wo ich kurz erklären wollte. Ja. Also wir haben eben, wir nehmen den Strom von der Tedford, stecken den Stecker bei mir auf die Platine. Ja. Und mit der habe ich jetzt mehrere Optionen. Einmal kann ich das Licht einschalten. Ja. Dann leuchtet eben das Licht und strahlt den Tank an. Mhm. Dann kann ich den Ventilator zuschalten. Mhm. Also gerade für die, die eine Sog haben, macht der ein 24-Stunden-Betrieb keinen Sinn. Ja. Die ist einfach nicht dafür ausgelegt. Mhm. Aber ich kann eben einschalten, wenn ich auf Toilette gehe und lasse nur eine halbe Stunde nachlaufen. Ja. Und dann noch eine Besonderheit. Ich habe hier von der Schachtseite die Option, die Wasserpumpe anzusteuern. Ja, weil ich Wasserschlauch in der Nähe liegen habe. Genau, den Wasserschlauch, der liegt ja brach. Ja. Und eigentlich sollte ich ja bis zu dem T-Stück gehen, damit das Wasser nicht in der Leitung stehen bleibt und verkeilt. Dann, ja. Mhm.
Und da habe ich jetzt halt aus der Not eine Tugend gemacht, weil oft dieses T-Stück an unmöglichen Stellen installiert ist, wo man so schlecht rankommt. Und deshalb habe ich gesagt, okay, komm, wir nehmen den Wasseranschluss, im Angebot eine Schnellkupplung drauf und ich tue hier eben dann die Tauchpumpe aktivieren. Und dann hast du eine Außendusche? Und dann hast du eine Außendusche. Das ist ja geil. Also Kaltwasser zwar, aber du hast eine Außendusche. Ja, ja. Also gerade mal um den Hund abzuwaschen. Ganz ehrlich, also schreibt ihr das auch mal. Außendusche. Ich habe mich noch nie außen geduscht. Ich putze meine Fahrräder und sowas. Ja, permanent. Echt? Ja. Eieiei, ihr seid das, die nutzen. Ja. Ja, schau, ja, dann nehme ich alles zurück. Dann bin ich vielleicht auch einfach nur ein Weichei. Ja, aber zum Beispiel auch zu deinem cool. Kitesurfing. Ja, ja, ja. Also gerade Neopren mal reinigen, abwaschen. Ja, ja, ist genau. Ja, ganz gut, wenn man außen noch mal der ganze Wasser. Sand allein raus. Boah. Mal Füße abwaschen oder halt einfach, wenn man aus dem Meer kommt, sich kurz abwaschen. Also Annette, ich finde es mega. Herzlichen Glückwunsch dazu. Ich glaube, ihr habt da richtig Erfolg, weil, wie gesagt, es reden wirklich alle über dich. Und ich bin gespannt, was ihr davon haltet. Schreibt das sehr, sehr gerne in die Kommentare. Mich würde es ja mal reizen, jemanden mitzuverfolgen, der sich sowas einbaut. Weil ihr wisst es, ich habe schon meine Toilette, ich bin da bedient. Aber wenn jemand von euch dabei ist, der sagt, hey Markus, film da mit, du bist irgendwie in der Nähe von München, ich würde da gerne zuschauen und würde das mal alles in der Praxis quasi dann, also nicht anschauen, so wie ihr jetzt meint, aber ihr wisst, was ich meine. Ne? So, dann würde ich sagen, herzlichen Dank für deine Zeit und für deine Erklärung. Ich wünsche dir und euch ganz, ganz viel Erfolg. Dankeschön. Und auf bald. Und wir gehen jetzt eine Runde weiter. Ja, und damit zu meinem persönlichen Fazit von dem Caravan-Salon 2023. Und das mal vorneweg, dieses große Boom, das habe ich nicht gesehen. Also wer jetzt irgendwie fliegende Wohnmobildrohnen sucht, der wird hier wahrscheinlich enttäuscht. Es gibt aber die eine oder andere Neuigkeiten und auch die kleinen Innovationen. Also man findet sich schon. Wer jetzt ganz viel gasfreie Fahrzeuge sucht, ganz viele Elektrofahrzeuge, der wird definitiv enttäuscht. Also der wird hier auch keinen Spaß haben. Aber was mir auffällt, es wird alles vanlifiger. Also wen sowas interessiert, es wird alles ein bisschen Instagrammiger. Wisst ihr, wie ich meine? Jeder schreibt sich den Hashtag Vanlife irgendwie aufs Dach. Auch Großvolumenhersteller, die versuchen das aufzugreifen und dieses Feeling mit rüber zu bringen. Mit Konzepten, wo ich mir am Ende auch nicht sicher bin, ob die da wirklich so die Durchschlagkraft haben. Aber sie erwecken zumindest Aufmerksamkeit. Interessant ist, dass meines Erachtens die Preise hier deutlich runtergehen, also zumindest bei dem einen oder anderen. Das ist eine schlechte Nachricht für den Markt, eine sehr gute Nachricht für den einen oder anderen von euch, der vielleicht noch auf der Suche ist. Also insofern könnte das schon durchaus sehr, sehr spannend sein. Naja, das sind so die ersten Sachen, die mir auffallen. Das Wichtigste und das Schönste für mich ist immer, Leute treffen auf der Messe. Und das habe ich getan. Ich habe ganz viele neue, tolle Leute kennengelernt. Ich habe aber auch ganz viele alte Freunde wieder getroffen. Das ist echt so eine riesig geile Community hier. Und das macht wirklich irre Spaß. Also wenn ihr noch die Möglichkeit habt, hier auf den Caravan-Salon zu kommen, dann macht das, nutzt das aus. Allein der Menschen wegen ist es richtig, richtig toll. Ich wünsche uns allen, dass das Wetter so bleibt. Das wäre natürlich hervorragend. Und das war es dann aber auch schon wieder von mir aus Düsseldorf. Ich würde mich wahnsinnig über ein Like freuen. Da geht es jetzt gar nicht um die Produkte, sondern einfach nur um die Arbeit von mir, für euch dieses Video zu machen. Da würde ich mich ganz herzlich bei euch im Vorab bedanken. Jetzt bleibt mir nur noch eins. Und zwar völlig egal, ob ihr jetzt hier auf der Suche nach neuen Produkten, nach neuen Autos, nach neuen Anhängern seid oder ob ihr glücklich mit dem seid, was ihr gerade unterm Hintern habt. Völlig wurscht. Das Wichtigste ist, dass ihr gesund und glücklich von euren Touren wieder zurückkommt. Denn dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Da freue ich mich total drauf. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen, wünsche euch alles Gute und sende die sonnigen Grüße aus Düsseldorf. Euer Markus. Ciao.